Nichts ist attraktiver, effizienter und umweltfreundlicher als der Güterverkehr auf der Schiene. In der Prignitz sind durch das vorhandene Netz die besten Voraussetzungen gegeben, um einen Großteil der Transporte von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Wir haben hier in der Prignitz noch ein intaktes Eisenbahnnetz. Wir haben vor Ort einen regionalen Dienstleister im Schienengüterverkehr, nämlich die Eisenbahngesellschaft Potsdam. Wir haben damit die Nähe zum Kunden. Wir stehen bereit, dem Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu offerieren. Von Pritzwalk in die ganze Welt. Also eigentlich kein Problem. Nach Rostock, Berlin, Hamburg, in alle Himmelsrichtungen können die Güter transportiert werden. Eine ideale Drehscheibe. Für einen Flächenlandstrich wie die Prignitz sind das deutschlandweit einmalige Voraussetzungen. Woran hapert's also? Warum läuft immer noch so viel über die Straße? Einer der Gründe? Es fehlt ein unternehmenübergreifendes System, eine Koordinationsstelle, eine Disposition, in der alle Fäden zusammenlaufen und Züge zusammengestellt werden können. Wir erwarten bis Jahresende im Raum Prignitz etwa ein Gütertransport auf der Schiene von mehr als 170.000 Tonnen. Heißt umgerechnet, dass dadurch etwa 7.000 Lkw-Fahrten pro Jahr gespart werden. Ein Beispiel. Die EOP Biodiesel AG im Gewerbegebiet Falkenhagen. Mit 20% Marktanteil sind sie einer der wichtigsten Lieferanten für den sogenannten Biodiesel-Beimischmarkt. Monatlich werden 6.000 bis 8.000 Tonnen Biodiesel direkt an die Mineralölindustrie geliefert. Die Eisenbahngesellschaft Potsdam ist dabei ein wichtiger Partner. Seit Mai 2008 gibt es hier einen eigenen Verladebahnhof. 6 Züge mit je 1.000 Tonnen Ladung verlassen hier monatlich das Werk. Beim Transport unserer Produkte bzw. auch unserer Rohstoffe ergeben sich beim Bahntransport mehrere Vorteile. Der Bahntransport ist preiswerter als auf der Straße. Und wir können wesentlich mehr Produkte in der gleichen Zeit verladen bzw. beladen, was sich in den Kosten bei EOP auswirkt und natürlich auch bei der Belastung von unseren Kollegen, die diese Arbeiten durchzuführen haben. Das i-Tüpfelchen an Umweltfreundlichkeit setzen übrigens die beiden 212er Lokomotiven der EGP. Sie sind deutschlandweit die einzigen Loks, die ausschließlich mit Pflanzenöl fahren. Insgesamt ist also ein Umdenken gefordert, bei Unternehmen und in der Politik. Die Bahn muss wettbewerbsfähig werden im Vergleich zur Straße. Die Schienen sind da. Wo rollen die Züge?